habe ich eine rote Rose geschenkt gekriegt. Von Conny. Conny führt seit Jahren ein kleines Reisebüro in Bern. Es lief gut und dann kam Corona und riss alles um. Conny hat in diesem Moment das getan, was Cedrics Mutter ihr ganzes Leben lang getan hat und was wir Tag für Tag machen. Er hat sich dafür entschieden, zu kämpfen für sich, für seine Familie, für seine Mitarbeiterin, für alle anderen gemeinsam mit ihm. Sie haben dem Bundesrat Hilferufe geschrieben. Sie haben mit Politikerinnen und Politikern aus unserem Parlament gesprochen und sie sind auf taube Ohren gestoßen, weil sie kein Konzern, keine Bank, keine Fluggesellschaft sind und weil sie auch keine starke, teure Lobby im Bundeshaus haben. Aber sie haben nicht aufgegeben, sie haben sich nicht kleinkriegen lassen. Und wir als SP, wir haben Seite an Seite mit ihnen gekämpft. Conny und ich haben bis heute fast täglich Kontakt miteinander. Gemeinsam haben wir das geschafft, dass die Corona-Erwerbsersatzentschädigung weitergeführt wird, dass Menschen und ihre Betriebe nicht Konkurs gehen, sondern dass sie eine Zukunft haben. Der gemeinsame Kampf, drinnen im Bundeshaus und draußen auf der Straße, er hat sich gelohnt. Und Conny, der sein ganzes Leben lang nie Mitglied einer Partei war, hat das gemacht, was ihr vielleicht vor Jahrzehnten, vor Jahren, vor Monaten oder vielleicht auch erst vor Wochen gemacht hat. Er ist Mitglied unserer Partei geworden. Einer von 33.000, einer von uns. Musik.